Moin, moin Leute, willkommen zurück bei Stardew Valley. Die Königin der Soße, Glazed Jam. Okay, you learn, bla bla bla. Ja. Ich hoffe mal, dass wir dann auch kochen können, wenn wir hier unsere neue Bude haben. Wäre auf jeden Fall sehr schön. So, man kriegt da, glaube ich, immer 5 Bait raus. Das heißt, wir machen immer Verlust mit einem Bait quasi, wenn wir... Jetzt ist das da schon wieder so am kaputt gehen. Da oben auch. Ey, es kann nicht angehen. Müssen wir auf jeden Fall reparieren heute Abend. So, jetzt haben die auf einmal wieder alle was gelegt. Nein, du sollst da einfach nur das rausnehmen. Danke. So, ja, wir müssen die Pflänzlein gießen. Denn es ist noch immer nicht am Regnen. Es hat jetzt schon ein paar Tage nicht geregnet hier bei Stardew Valley. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. So, die Auberginen sind aber auch wieder fertig. Einmal auffüllen hier. Und die ganzen Dinger einsammeln. Dann natürlich wieder das Feld gießen. Vielleicht werden die ja noch einmal wachsen. Ja, genau, in die Richtung. Wenn ich die Maus oben habe, dann will ich garantiert in die Richtung was machen. Mhm. Das Spiel hat genau begriffen, was ich will. So, geht doch. So, mal schauen, ob die Cranberries auch nochmal fertig werden überhaupt. Freuen würde ich mich auf jeden. So, wieder ein bisschen Fail. So. Den hier und... So, nochmal. Heute nicht so gut gegossen, ne? Da war ich nicht so gut konzentriert scheinbar. So, das haben wir. Batz, sehr schön. Okay, ja. Ah, oh, Grenz, der Noob hat seine Eier wieder nicht zur Mayonnaise werden lassen. So, die Auberginen kommen hier natürlich mit rein. Guckt euch mal an, wie viele Früchte wir hier schon drin liegen haben. Also ich könnte gut noch so 2 von diesen Behältern auf jeden Fall gebrauchen. Aber 8 Kohle. Es ist, ja, ich muss irgendwie nochmal Kohle scheffeln. Also, ne, wirklich Kohle halt unten aus der Mine rausholen. Ich würde nämlich echt gerne auch nochmal diesen Seedmaker. 10 Kohle, 25 Holz, 10 Kohle. Ganz ehrlich, wir machen das jetzt einfach mal. 25 Holz. 10 Kohle, einmal Gold. So, ein Seedmaker. Frag mich nicht. So, wenn ich jetzt mal... Ich will das einfach mal ausprobieren, pass mal auf. Zum Beispiel, wir nehmen... Pumpkin ist halt enorm viel wert. Wir nehmen mal so eine Eggplant. Ne, pass auf, ich will wirklich das extremste Beispiel. Ich möchte einmal so ein Pumpkin da reintun. So, das dauert jetzt seine Zeit. In der Zeit können wir in die Mine gehen. Und hoffentlich mehr Kohle scheffeln da unten, ey. Brauch Kohle, Kohle, Kohle. The bus took a sort of... So. Den Bus muss man auch jetzt wieder reparieren. So, wo waren die? In den 60ern? Ja, genau. Okay. So, eigentlich will ich nur diese Kohlegegner haben. Ganze andere Kacke hier interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ah ja, da geht's runter. Ja, genau. Diese hüpfenden kleinen Mistkugeln da, die will ich haben. Boah, Eisen ist mit einem Schlag abgebaut. Sowas machen wir auch kaputt. Ja, okay, Hardwood war da drin. Guckt euch mal an, Eisen gibt das hier aber. Hier, ihr seht, die bringen Kohle. Naja, jetzt habe ich auch nur ein Kohle von dem bekommen, also... Der Jackpot sieht jetzt auch irgendwie anders aus, ne? Möchte ich mal behaupten. Aber ganz ehrlich, was soll ich da machen? Ich weiß nicht, wie ich sonst an Kohle kommen soll. Schnell und effizient. Oh. Hier sind keine von den Viechern. Ich fürchte, dass das schon die effizienteste Methode ist. Kann mich aber auch täuschen.
So, hier wird es schon runtergehen. Ja, und wir haben eh nichts mehr hier. Da sind wieder welche. Aber auch nur zwei von diesen hüpfenden Flauschis. So, der hat wieder Kohle gedroppt. Also doch, ich glaube schon, dass das der effizienteste Weg ist. Da oben hüpft auch noch einer. Hier ist noch ein Emerald. Habe ich Haley gestern noch was geschenkt? Ja, ne? Ah, sauber. Aber heute, ach, Sonntag beginnt die neue Woche quasi, okay. Ich muss dran denken, dieser Dulli ist wieder da. Und ich muss dran denken, ich muss den Gang nach unten finden, shit. Was verkauft er heute wohl, der Typ? Meistens verkauft er irgendwie ja eh Sachen, die mega überteuert sind. Aber wenn ich dadurch dann irgendwie die Wichtel glücklich machen kann, dann sage ich nicht nein. Ah, da sind wieder zwei. Yay, zwei Kohle, siehst du? So, fünf Kohle haben wir jetzt in der Zeit gemacht. So schnell sind wir schon lange nicht mehr an Kohle gekommen. Also in den 60ern muss man sich nach Kohle umschauen. Kleiner Tipp hier von dem Profi Grants. Alles andere als Profi wahrscheinlich. 1 Uhr schon. So, letzte Etage, danach gehe ich wieder hoch. Ah, hat sich aber schon gelohnt, weil hier war nochmal Kohle. Und hier sind sogar einige von den Viechern, also... Ah, jetzt ist da genau der Gang gekommen, ne? Ist schon ein bisschen verlockend, dann nochmal runterzugehen. 9 Kohle. Nice. Nice, sehr schön. Oh, Leute, das ist ja wohl der Jackpot hier gewesen, dieses Level. Geil. Und eine Crystal Fruit. Hört ihr sie hier springen? Nein, ich auch nicht. Aber hier vorne ist der Gang. Ich höre sie nicht. Normal hört man sie schon immer. Ich gehe raus. Okay, wir verlassen die Mine 14. Das war eine schöne Ausbeute. Das war wirklich eine schöne Ausbeute. Das hat sich gelohnt, oder? Was sagt ihr, Leute? 14 Kohle. Cool. Würde ich gerne nochmal zwei so eine Dinger bauen, eigentlich, muss ich ja sagen. Habe ich noch Eier? Nö. Wieso habe ich jetzt schon wieder keine Eier mehr? Crystal Fruit. Haben wir schon drin, okay. Jade, bla bla bla. Andere Krams kommt da drüben rein. So, jetzt bin ich gespannt. Warte, das ist doch nicht ernsthaft nur einmal ein Seed jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Aus diesem einen Pumpkin ist einmal Seed rausgekommen. Das war wohl ein schlechter Witz jetzt. Quality Fertilizer, sag ich doch, ich hatte den irgendwo schon mal gehabt. Das darf ja wohl nicht angehen. Das ist doch total die Verschwendung. Wieso sollte man das denn machen? Das lohnt sich doch überhaupt nicht. So, warte mal, ich würde gerne mal probieren. Ich weiß, das ist wahrscheinlich dumm, was ich jetzt mache, aber ich will einfach nur gucken, was passiert. So, wir holen uns zwei davon. Das kommt hier rein. Das, das kann weg. Eisen haben wir wieder dick abgecached hier. So, ich meine, wir brauchen 100. So. Und was brauchen wir noch? Stein wahrscheinlich, ne? Ah ja, 80 Stein. Okay. So. Läuft. Sehr gut. Okay, in das Ding hier würde ich aber gerne noch das geht ja nicht, das, aber das geht. Und ein Golderz geht auch, guck mal, ey. Boah. So, das kommt hier rein. Das kommt hier. Das kommt hier. Das und das, meinetwegen. Dann sind die beiden silbernen Dinger auch wieder weg. So.
Jetzt muss ich immer hier außen rumrennen extra. Na egal, ist nicht so schlimm. Das hier und ja, die Jade kann meinetwegen auch weg. So, was haben wir jetzt? Zwei. Eggplants. Zwei Eggplants, warte mal. Ah, ist schon 4 Uhr. Shit. Mich hätte das jetzt mal interessiert. Eine Eggplant bringt 60. Ja, okay, bei den Eggplants könnte sich das vielleicht sogar lohnen. Ich glaube, die Seed Machine lohnt sich nur bei Sachen, die mehrere Saisons angebaut werden. Also, weißt du, die länger, also die öfter angebaut werden können. Da lohnt sich das, glaube ich. Wenn man die erste Ernte dazu nutzt, um die wieder nächstes Jahr anbauen zu können. Aber sonst ist es, glaube ich, Schwachsinn. Poppy Seeds, Red Flower in 7 Days, Cobblestone Path, Quality Fertilizer, eine Bombe, Tree of the Winter Star. Lustig. Ja, aber ganz ehrlich, nichts dabei für mich. Nichts dabei. Ich hätte so gerne mal geschaut, wie teuer das jetzt wirklich gewesen wäre, ne, wenn wir die Auberginen da gekauft hätten. So, warte mal, wir können ja mal ein bisschen Hardwood farmen. Guck mal, hier vorne sind doch die ganzen dicken Dinger da. Hier, die hier. Siebenmal, okay, krass. Durch das ganze Ding hier graben wir uns einfach mal so durch. Boah, das gibt aber gut Hardwood, ey. 8. So, weg ist es. Sehr schön. War das alle? Boah, ich komme überhaupt nicht mehr durch. Oh ja, sieht so aus, als ob das das gewesen wäre. Ich komme nicht durch, Hilfe! Lasst mich durch, ich werde Arzt. Hier geht's lang, oder? Ah, fast, okay. Pilze, wann war ich da das letzte Mal gucken? Oh, da war Kohle drin. Grants lackt sich durch, Freunde. So, unsere Dingens ist eh voll, unsere... Ah, hier, guck mal. Ah, die Bäume machen langsam was. Ja, ja, Hundi. Oh yeah, Magic Mushrooms. Wie viel hatte der Purple eigentlich? Ich hatte den noch verkauft, ne? Wie viel hat der Purple Mushroom gebracht? 250, wow. 75, krass. Der hier war bei 40 und die Chanterelle... 160. Die eine Morchel müsste ich theoretisch auch nochmal verkaufen. Ah, jetzt ist Hundi hier auf einmal. So, what? 32 Hardwood. Kohle kommt ja auch rein. Die kommen drüben rein. Zack, zack, zack. Und das wird natürlich wieder vertickert. So, nimm mit. Machen wir so ein bisschen Abwechslung. Also das mit dem Pumpkin hat mich aber schon ein bisschen gewurmt. Da der dann einfach so weg war, ist total bescheuert. Ich brauche noch mal eben 2 Holz. Denn ich möchte den Dingens herstellen. So. Rein damit. Muss ja alles hier seine Ordnung haben, sonst entwischen mir die Hühner morgen wieder hier oben raus. Das wäre nicht so geil. So, okay. So kann das sein. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Diese Seed Machine, wie gesagt, also ich glaube, place crops inside to produce a variety amounts of seeds. Varying, ach so, okay.
Ja, okay, das variiert halt. Ich meine, der eine hat zwei gebracht, ne? Das war von der Aubergine. Eine Aubergine bringt 60. Jetzt müssen wir mal gleich schauen, wie teuer die Dinger sind. Pumpkin haben wir auch erst ein, weil wir den halt so verkaufen hier als Pickel-Dingens. Guck mal, die haben 100 und 160. Das ist voll strange. Die bringen viel mehr. Beet. Ich glaube, der bringt am meisten, der Kürbis, ne? Bisher. 320. Ja, mit Abstand. Also der Herbst ist echt. Ah, hier Melonen sind auch nicht schlecht. 250. Im Frühling ist eigentlich nichts Geiles dabei, ne? So wie es aussieht. Nee, so eine Leek und so. Pff. Blumenkohl 175. Kartoffeln sind halt cool, weil da mehrere rauskommen können. Ich habe heute, glaube ich, schon wieder meine Dingens nicht gecheckt, ne? Meine. Am Wasser, die Dinger. Nee, scheiße. Hab ich wieder vergessen. So, wir hauen noch mal ein bisschen hier die Pflanzen klein. Brauchte ich jetzt überhaupt noch Kohle? Oder war ich jetzt versorgt? Wir haben jetzt wieder zwei Dinger gebaut. Wofür brauchte ich die denn noch? Warm Bin. Ah, das Warm Bin braucht ja auch viel Hardwood. Hiervon habe ich auch viele von den Lightning Rods. Ingredients. Zweimal Eisenbarren werden zu einem Barren Gold. Ja, Goldbarren habe ich aber auch schon fast keine Verwendung mehr für. Ah, warte mal, es gab doch noch den Hardwood, Zaun. An den Gate. Hardwood Fence. The most durable type of fence. Siehst du, das ist doch. Das braucht nur ein Hardwood. Das hat doch damit zu tun, wie lange die halten. Könnte mir theoretisch noch ein Silo kaufen, ne? Ah, die alte arbeitet jetzt ja eh schon hier. Ich glaube nicht, dass ich zwei Sachen gleichzeitig in Auftrag geben kann. Ja, die Saps kann eh weg. Obwohl das auch dumm ist, wenn ich die wegschmeiße die ganze Zeit. Warte mal. Wir können uns ja mal so 100 nehmen. Und machen da dann zumindest Fertilizer draus. Der Basic Fertilizer. Quality. Ach, guck mal, da muss einfach für die Quality Fertilizer, da muss noch ein Fisch mit rein. Also ich könnte ein paar Fische angeln und dann könnte ich mir so einen Quality Fertilizer bauen. Aber es muss dann nächste Saison erstmal mit dem Basic reichen. Beziehungsweise wir haben ja hier noch was, deswegen komm, zack, einmal sortieren. Ah, hier, wir haben 8 Morcheln. Eine verkaufe ich. Einfach nur, damit wir die Collection halt vollständig haben. Ihr wisst Bescheid. Leute, ich glaube, ich hau mich jetzt schon hin. Ich könnte noch Bäume hacken oder so, aber wir haben so viel Holz, das ist aktuell bringt das nichts eigentlich. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir jetzt hier an Gold kriegen. Ja, 1500. Crumble Jelly 930. Zweimal Mayonnaise. Honig dreimal, ist auch nicht schlecht. Also wieder 2000 Gold gemacht heute, Leute. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Tag. Haut rein.